Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Und für uns geht heute das große Wasserabenteuer los. Und was denn bei so einem großen Wasserabenteuer auf gar keinen Fall fehlen darf. Sonst wird das hier ein wirklicher Geduldsakt. Ist genau... Oh, warte. Hatte ich da doch schon welche von? Nee, ich bin in der falschen Tasche, verdammt. Ist genau das hier. Superschutz, habe ich mir nur 30 Stück von gekauft. Denn wie gesagt, wir werden heute eine große, große Wasserroute hinter uns bringen müssen. Und das kann ansonsten dauern. Unser Protagonist steht übrigens hier so halb im Wasser drin. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass in einem Pokémon-Spiel bei einem Surfer der Protagonist selbst so extrem weit ins Wasser reingeht. Das heißt, sobald wir absteigen sollten, sollte unsere Kleidung eigentlich komplett durchnässt sein. Was eigentlich nicht so ganz super sein kann. Ich habe mich kurz informiert, wann sich Metang entwickelt, ob es Sinn macht, das Ding hier noch bis zur Entwicklung weiterzunehmen. Es entwickelt sich erst auf Level 45. Das ist natürlich rein theoretisch möglich, ist auf dieser Route hier bis zu Level 45 zu trainieren. Aber dann wäre es doch ein bisschen sehr overpowered, glaube ich. Nicht nur, dass Metagross sowieso schon sehr overpowered ist, aber 45 ist, glaube ich, ein bisschen sehr hoch. Jetzt bleiben wir allerdings nochmal drin, weil Feen-Pokémon und Stahlfee sehr effektiv ist. Aber wir werden es jetzt nicht mehr gezielt trainieren, sondern wir werden, glaube ich, andere Pokémon gezielt trainieren. Auch wenn es eigentlich am meisten Sinn machen würde, jetzt erstmal unser Anorit zur Entwicklung zu trainieren, was auf Level 40 stattfindet. Aber ausgerechnet, das ist natürlich hier auf dem Wasser echt ungünstig. Weil Wasser halt eine der wenigen Schwächen ist, die unser Anorit hat. Und die werden wir wahrscheinlich auch nur Wasser-Pokémon antreffen. Also bleibt eigentlich als einzige Alternative momentan sich das noch zu entwickelnde Pokémon Morabill aus. Also das muss nach vorne kommen, braucht eh nur noch ein Level, ist schnell gemacht und dann haben wir zum Beispiel mal einen Sumpex. Und wir werden es hier langsam nach vorne arbeiten. Einen Trainer nach den anderen mitnehmen. Und mal gucken, was uns das alles hier bringt. Also auch Morabill sind die geilsten Attacken gegen Wasser-Pokémon, muss man zugeben. Aber was soll man machen? Das eine Level kriegen wir hier schon irgendwie zustande. Wir sind immer noch 10 Level über den Gegner. Wenn wir jetzt nicht wieder direkt verwirrt sind. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Dann ist das Weimar auch dahin. Und wir kommen Level 36 ein Stück näher. Seemops! Oh, süß! Ich fand Seemops schon immer süß. Ist aber verdammt riesig. Seemops ist größer als unser Morabill fast. Da stimmt das Größenverhältnis nicht. Ich glaube, wenn man den Pokédex von Seemops anguckt, dann weiß man, dass das Größenverhältnis hier nicht korrekt sein kann. Ah, Zugabe mache ich gern. Ich habe nämlich über 50% des verkackten Lebens abgezogen. Also selbst wenn wir dieselbe Attacke nochmal einsetzen müssen, ich hätte es eh getan, liebe Seemops. Auch ernsthaft. Warum haben wir jetzt weniger abgezogen? Scheißteil. Manchmal ziehen wir mehr ab als beim ersten Treffer und manchmal ziehen wir weniger ab als beim ersten Treffer. Das Wim ist lange nicht in meinem Kopf, warum. Aber es wird bestimmt irgendwas, wie alles in Pokémon, wird es irgendeine logische Erklärung dafür geben. Die ich allerdings jetzt gerade nicht parat habe, deswegen bin ich etwas überfragt. Ist mir aber auch egal. Hier gibt es einen Ruinen-Maniac. Und der wird wahrscheinlich nicht mit Wasser-Pokémon kämpfen, was für uns bedeutet, Anorit hat eine Chance, ein Level zu bekommen. Also werden wir die Chance nicht auslassen. Hier in der Gegend soll es einen mystischen Felsen geben. Weißt du vielleicht etwas darüber? Nee, weiß ich nicht. Aber wir haben ja schon mal einen mystischen Felsen entdeckt. Wir wussten ja damals auch nicht, was da jetzt genau abgeht. Ich weiß nur, dass jetzt eigentlich alles doof wäre. Machen wir mal eine Zornklinge. Die wird immerhin stärker, je häufiger man die einsetzt. Verdammt, ich glaube, ich habe gerade unsere dritte Schwäche wieder im Kopf in Erinnerung bekommen. Stahl, Wasser und Stein sind wohl die drei Attacken, die sehr effektiv gegen uns sind. Und warum gibt dieses Nasknecker so wenig Erfahrungspunkte? Mann! Ich hatte mich schon voll gefreut. Ich dachte, das geht bringt viel. Aber nein, natürlich nicht. Ach, komm mal her. Komm halt nicht her. Dann nehmen wir dich auf den Rückweg mit. Dann schauen wir uns erstmal diesen mysteriösen Felsen an, von dem der Ruin-Maniac sprach. Seltsam.
genau einen solchen Felsen mit genau derselben Felsformation rundherum haben wir doch schon in der Wüste gesehen. Was hat's denn damit auf sich? Das ist ja ganz merkwürdig. Ich habe es ja bereits angedeutet in der Wüste. Wir werden es wohl noch herausfinden in diesem Spiel, was es damit auf sich hat. Es ist aber merkwürdig, dass es zwei, ja, komplett identische Felsformationen gibt. Und bei beiden die Kamera direkt mittig vor dem Felsen einen Schwenk macht. Das kann nicht normal sein. Und wir haben Glück. Wir müssen nur schneller sein. Sind wir hoffentlich. Wir sind immerhin 9 Level drüber. Es ist ein verkacktes Wasser-Unlicht-Pokémon und damit ist Käfer sehr effektiv. Aber auch das bringt so wenig Erfahrungspunkte, dass es uns eigentlich nichts bringt. Ja, das mit dem Level für Anorith kann ich, glaube ich, erstmal vergessen hier auf einer Wasserroute. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber immerhin eine Entwicklung, wenn wir diesen Part haben, dass er für irgendwas nützlich war. Und deswegen kommt Zumbex nach vorne. So. Eisen! Toll! Da hinten hat schon wieder ein Penipper gekräht. Und wir sind auf Route 106. Aber ich glaube, wir haben ein paar Trainer ausgelassen. Da hinten sind noch ein paar, ja, aber ich glaube, hier ist zum Beispiel noch einer. Wir werden jetzt hier die ganzen Trainer abklappern, wie gesagt. Das kann sich ein bisschen ziehen. Natürlich genau in der Sekunde, in der wir den verkackten Anorith vorne wegholen, kommt so ein Fingal hierher. Ah! Ja, komm hier, friss das. Jetzt durch deinen weißen Nebel ein. Attack ist trotzdem sehr effektiv. Und du 11 Level unter uns. Also tschüss. P-Lippe, alles klar. Freies Level für Anorith. Oder zumindest freie EP für Anorith. Level 37 wäre schon schön. Dann könnten wir im nächsten Part, wenn es dann hoffentlich auf den regulären Routen weitergeht, dann doch mal die Entwicklung von Anorith ansteuern. Ich denke mal, ich peile jetzt Level 37 für Anorith hier an, die Entwicklung für Sumpex und den Rest werden wir dann mit Carpilz machen, der hier wirklich am besten aufgehoben ist. So, du noch, ne? Oder hatten wir dich schon? Ich glaube, dich hatten wir dann doch schon. Na, egal. Da ist noch ein Pelipper. Ja, ich hoffe, wie gesagt, wir vergessen hier keinen, aber das Meer ist so breit, dass man es nicht mit einem Ding hier in den Bildschirm bekommt. Also man bekommt es nicht in einen einzigen Bildschirm. Das komplette Meer von links nach rechts. Also ich muss hier die ganze Zeit Zickzack-Linie schwimmen und da ist die Chance natürlich mal da, dass wir eins auslassen. Was schade wäre, aber ich hoffe halt einfach mal, dass wir keinen vergessen. Ich möchte das Spiel ja schon so vollständig wie nur möglich zeigen. Apropos so vollständig wie nur möglich, ich war privat nochmal in der Wüste, als ich Anorith trainieren wollte. Und in der Wüste haben wir da übrigens direkt an dem Eingang von Malvenfro City, ist das Malvenfro City? Die Arena, die Elektro-Arena. Wenn man da nach oben geht und dann in die Wüste rein, dann gleich ganz am Anfang, sobald man nach oben gehen kann, ein bisschen nach oben gehen, da liegt noch ein Item rum, das ist ein Sternstück. Das habe ich vergessen, das habe ich dummerweise offscreen aufgesammelt und nachgespeichert, danach fiel mir ein Moment. Warum sammelst du jetzt eigentlich Items offscreen ein? Wollte ich euch jetzt hier nur mal sagen. Wird wahrscheinlich keiner mit euch was anfangen können mit dieser Information. Diesen Part hier wird sich wahrscheinlich sowieso keine Sau angucken. Weil es mega unspannend ist hier auf dem Wasser. Und hier absolut nichts passiert. Und wenn sich einer das Ding anschaut, dann skippt er das durch. Aber der hört sich hier eh nicht an, was ich erzähle. Aber falls das hier irgendjemand hören sollte, da gab es ein Sternstück. Was nur für Verkaufen gut ist. So, Kakarados. Du hältst mir leider ein bisschen zu viel aus. Aber es ist zu doof, um nochmal Drachenwut einzusetzen, weil sonst hätte es unser Morabel killen können. Hat es nicht, es ist wie gesagt zu doof dafür. Also hat es den Tod verdient. Ja, tschüss. Ich würde sagen, diese Wasserroute gibt mir eigentlich die Möglichkeit, weil wir ja nicht viel passiert, so ein bisschen über
Game Freak zu reden und ihren, ja, ich sag mal, ihre aktuelle Linie, die sie so fahren in Sachen Events. Das finde ich nämlich absolut mega kacke. Und finde einfach Game Freak seitdem ziemlich unsympathisch. Weil allein... Wo soll ich anfangen? Oh, tschüss Morabel. Das war so nicht geplant, verdammt. Wir sind ja in der Nähe von Forsthafen, da können wir ja heilen. Was ich damit meine ist... Für Leute, die sie mitbekommen haben, die Demo von Omega Rubin und Alpha Saphir war ja nur in McDonald's zu bekommen. Also nur in einem McDonald's, was auch noch eine Nintendo Zone hat, musste man sich quasi anmelden. Dann konnte man da das Ding als geschenkt empfangen. Und so konnte man sich quasi die Omega Rubin und Alpha Saphir Demo bekommen. In Deutschland war es anders nicht vorgesehen. Es gab die Möglichkeit, über eine Online-Website quasi einfach anzugeben, man komme aus Österreich beispielsweise, habe ich ja auch in meinem Demo-Part erzählt. Die braucht da keine Bestätigung dafür, aber wenn man da Deutschland eingegeben hat, meinten die zum Beispiel, in deinem Land ist diese Aktion nicht verfügbar. Das heißt, in Deutschland war es von vornherein so vorgesehen, dass man es nur und ausschließlich nur über McDonald's bekommt. Ich meine, ich finde es ja schön, dass Nintendo Partnerschaften mit diversen Leuten hat, aber ernsthaft, für doch durchaus wichtige Sachen, wie zum Beispiel eine exklusive Mega-Entwicklung von Firnontor, dann über sowas zu machen, das finde ich sowas von kacke. Die haben die Möglichkeit in ihren Pokémon-Spieler eingebaut, übers Internet Geschenke zu empfangen und nutzen die einfach nicht für ein vernünftiges Event, sondern die verteilen dann mal so einen scheiß Vivillon mit einem anderen Muster, was keine Sau interessiert. Das verteilen die dann darüber, aber die wirklich wichtigen Sachen, da muss man dann zu irgendwelchen anderen Firmen rennen. Zu irgendwelchen anderen Sachen. Und wenn so ein Ding nicht in deiner Nähe ist, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Ich finde das unglaublich, ich finde das eigentlich sogar dreist von Nintendo, dass sie das über diese Art und Weise machen. Natürlich freuen sich die Partner dann, aber ich find's echt teilweise nicht mehr auszuhalten. Das nächste Beispiel ist nämlich das DNC, beziehungsweise das Shiny Gengar, das war ja davor schon, was ich zum Beispiel deswegen nicht bekommen habe, war nur zu bekommen, indem man zu einem GameStop gegangen ist. Das heißt, wenn man alles für dieses Spiel haben wollte, muss man schon mal einen McDonald's mit Nintendo Zone in der Nähe haben, für die Demo, und für ein DNC brauchte man schon mal einen GameStop in der Nähe. Ist schon mal ziemlich kacke. Dann gibt es jetzt das Eonen-Ticket, was jetzt verteilt wird, womit man in Pokémon Rubin und Saphir, also Alpha Saphir und Omega Rubin so, quasi das jeweilige Gegenstück zu Latias und Latios bekommen kann. Das heißt, hier kriegen wir Latios geschenkt, in Alpha Saphir kriegt man ja Latias geschenkt und das andere Teil kann man dann quasi bekommen, indem man das Eonen-Ticket bekommt. Und das kann man nur bekommen, indem man per Street Pass jemanden begegnet, der das Eonen-Ticket bereits besitzt. Mit anderen Worten, man muss überhaupt erstmal jemanden per Street Pass begegnen, was bei mir schon bei Super Smash Bros. 3DS ein Riesenproblem war. Ich habe das verkackte, in meinem blöden 3DS habe ich 7-mal mit dem Zug zum Hauptbahnhof in Hannover genommen, bin von dort aus mit dem Zug zur Uni gefahren, habe den ganzen Tag in der Uni auf Standby gelassen, also quasi zugeklappt, und bin dann wieder zurück abends zum Hauptbahnhof und bin damit wieder zurück und hatte danach, oh, Entwicklung von Morabel, endlich. Und hatte danach, glaube ich, nach 7-mal mitnehmen, hatte ich, glaube ich, 2 Streetpass-Begegnungen, davon keinen einzigen in Super Smash Bros., sondern nur Mario Kart und Nintendox. Mario Kart und Nintendox waren die einzigen beiden, die ich da nicht bekommen habe. Also es ist so mega schwer, hier in Deutschland überhaupt Streetpass-Begegnungen zu machen. Und dann muss ich auch noch zufälligerweise jemanden begegnen, der Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir hat. Gut, davon gibt es wahrscheinlich einige, weil Pokémon verkauft sich extrem gut. Aber dann muss der auch noch zufälligerweise das Eonen-Ticket haben und zufälligerweise nicht nur das Ding besitzen, sondern den 3DS auch noch im zugeklappten Modus mit sich führen. Ernsthaft, so komplizierter kann man sich das nicht vorstellen. Die einzige Möglichkeit, wie das wirklich rational schaffbar ist, ist halt zu den Pokémon-Events zu gehen. Und ich finde das wirklich eine Dreistigkeit, dass Nintendo dich damit quasi mehr oder weniger dazu zwingt, zu Pokémon-Days und eventuell und etc. zu gehen. Und obwohl die teilweise in Deutschland oder in Europa gar nicht mehr stattfinden, weil die teilweise extrem gefloppt sind und deswegen ja auch gar nicht mehr wirklich stattfinden. Also einige wurden abgesagt, so habe ich das mitbekommen. Und das ist ja dann wirklich... Wie soll man das denn jeweils bekommen? Das ist doch unglaubliche Kacke. Wie gesagt, es gibt diese Möglichkeit, über Internet Geschenke zu empfangen. Und als sie das
ja, X und Y eingeführt haben, das auch am Anfang regelmäßig zu machen mit dem Flamly, mit dem Logognit am Anfang und der speziellen Fähigkeit und auch hier mit dem Tarnel und so weiter und so fort. Als ich jetzt damit angefangen habe, habe ich mir gedacht, boah, endlich muss man nicht mehr zu solchen, muss man sich nicht mehr darüber ärgern, dass man die ganzen Events nicht mitbekommt und so weiter und so fort, wenn man endlich das über solche coolen Sachen macht und dann machen die trotzdem wieder so eine Scheiße. Man muss also zufällig irgendjemanden per Streetpass begegnen, um der ein Neon-Ticket hat, was schon mal die Chance, sage ich mal, gleich 0,01 ist bei mir. Da muss man noch einen McDonald's mit Nintendo so in der Nähe haben und einen GameStop, der auch noch zufälligerweise sozial genug ist, um das Ding rauszurücken. Ich habe nämlich von einigen GameStops gehört, die dann gesagt haben, nee, Codes gibt's nur, wenn du Spiele kaufst, obwohl ganz eindeutig in der Aktion angegeben wurde, dass man dafür keine Spiele kaufen braucht, aber das wollten die nicht hören. Die haben halt wirklich gesagt, ja, wir haben nicht mehr so viele Codes, das heißt, ihr kriegt nur einen Code, wenn ihr auch ein Spiel kauft. Die haben halt dann quasi... Die haben euch dann halt in der Hand da. Du musst dann da was kaufen, weil sonst kriegst du den scheiß Code nicht. Und dann kannst du denen erzählen, wie du willst, dass es nicht in der Aktion so drin steht. Was willst du machen? Notfalls sagen sie halt, wir haben keinen mehr. Und sagen dann halt den Nächsten, der dann was gekauft hat, wir haben doch noch einen. Also das ist, da kann man halt nichts machen. Die sitzen halt am längeren Hebel dann. Und allein deswegen sind solche Aktionen doch einfach unglaublich, unglaublich dumm, meiner Meinung nach. Und jetzt auch mit den Amiibos, die im Januar rauskommen oder Februar. Jetzt kommt ja die zweite Amiibo-Welle quasi. Beziehungsweise die dritte Amiibo-Welle. Die erste Amiibo-Welle war ja zum Release von Super Smash Bros. Und jetzt gleich Mitte Dezember kommt ja die zweite Amiibo-Welle. Und die dritte kommt dann ja Januar und Februar. Und da kommen zum Beispiel drei Amiibos raus, die es exklusiv, zumindest offiziell exklusiv, nur bei speziellen Händlern gibt. Lucario soll zum Beispiel beispielsweise nur speziell für GameStop geben, auch wenn ich ihn schon bei Amazon gesehen habe. Aber offizielle Meldung von Nintendo ist, Lucario ist GameStop-exklusiv. Meta Knight ist, glaube ich, Toys R Us-exklusiv. Und noch irgendeiner, den ich mich jetzt gar nicht mehr erinnere, war exklusiv für einen Laden, den ich noch nie lange gehört habe. Und der wohl auch wirklich nur vereinzelt in Deutschland vorhanden ist. Das heißt, wenn man alle Amiibos haben möchte, rein theoretisch, falls man das haben möchte, muss man durch halb Deutschland fahren, um die irgendwie zu bekommen. Das ist doch der größte Schwachsinn, den ich mir jemals vorgestellt habe. Wirklich, Nintendo macht sich da bei mir persönlich momentan echt unbeliebt durch solche Aktionen. Ja, wenn du das haben willst, musst du zu GameStop. Wenn du das haben willst, musst du zu McDonald's. Wenn du das haben willst, musst du die ganze Zeit mit dem Auto durch ganz Deutschland fahren, bis du zufällig irgendwen triffst, der das per Streetpass aktiviert hat. Wenn du das haben willst, dann musst du... zu einem Laden geben, der in Deutschland gar nicht existiert, also musst du mal ins Ausland fahren. Und wenn du das haben willst, dann musst du zum Toys R Us fahren, der bei uns in der Nähe auch nicht mehr existiert, weil die einzigen drei Läden, die bei uns nur innerhalb von einer Stunde Entfernung existiert haben, alle zugemacht haben, weil da keine Sau was gekauft hat. Es ist doch wirklich nicht wahr. Wirklich, wenn sich das ausgedacht hat, ist der pure Schwachsinn, dass man seine Kunden durch ganz Deutschland hetzt. Nur weil man irgendwelche Partnerschaften mit irgendwelchen Kackfirmen gemacht hat. Das macht kein anderer Entwickler auf dieser Welt, macht sowas. Vielleicht hat dann Amazon mal eine spezielle Steelbox Edition von irgendeinem Kram. Aber das interessiert doch auch keinen. Also wirklich wichtige Sachen sind eigentlich nie exklusiv gewesen. Habe ich zumindest nie exklusiv gesehen. Nur Nintendo macht so einen Kram. Und das nervt mich wirklich tierisch, weil ich wirklich Nintendo-Spiele sehr, sehr gerne spiele. Und auch sehr, sehr gerne immer vollständig habe. Und dann nervt es mich, dass die mich jetzt wirklich durch ganz Deutschland hetzen müssen, damit ich alles von dem Spiel zeigen kann oder sehen kann, spielen kann, einfach alles davon haben kann. Es ist so nervig, dass mich das wirklich, da könnt ihr mich stundenlang drüber aufregen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das überhaupt hört. Wie gesagt, so eine Wasserroute ist immer so stinklangweilig, dass ihr das eh keine Sau anhört. Aber falls das hier jemand gehört haben sollte, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema steht. Weil... ja, also ich persönlich finde es wirklich einfach total asozial von Nintendo, dass die so machen. Und ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Vorteile drin seht, dass man dazu die, dass man, um allein alle Amiibos zu haben, muss man zu vier verschiedenen Händlern fahren. Das sind übrigens Taucherflecke hier, deswegen ist es hier ein bisschen dunkler. Und was ich eigentlich machen wollte, deswegen wollte ich mein Thema jetzt auch eigentlich zum Abschluss bringen, ist, dass wir unser Sumpex-Need dann einfach mal unserem Sumpex jetzt geben. Passt sich ja. Und somit jetzt auch die erste Mega-Entwicklung ausführen werden, die wir häufiger in diesem Let's Play erleben werden. Wir sind auch schon auf Route 108, das geht schneller voran, als ich es erwartet hatte. Route 108 Wasserroute, 107 Wasserroute, 109 Wasserroute. Ah, Wasser. Alles voll mit Wasser.
Ja, wie gesagt, es gibt ja einige Reviews, die zum Beispiel kritisiert haben, dass hier das komplette Spiel aus, dass hier so viel Wasser wäre. Ich kann natürlich durchaus verstehen, dass das jemand kritisiert, weil die Wasserrouten sind in Pokémon einfach nervig, aber wenn man genug Schutz dabei hat, dann sind die eigentlich so genau, sind die genauso wie andere Routen. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen einer normalen Route mit viel Gras und einigen Trainern und einer Wasserroute mit einigen Trainern. Solange man die Wasserrouten jetzt auch ein bisschen abwechslungsreich gestaltet hat, ist allein die Tatsache, dass es eine Wasserroute ist, jetzt kein Kritikpunkt für mich. Und dass es so viele Wasserrouten gibt, das hängt auch wirklich ganz eindeutig mit der Story zusammen. Das sollte ja wirklich jeder kapiert haben. Gruden ist für das Land, also für die Kontinente. Und Kyogre ist für das Meer, also für die Wasserabschnitte quasi verantwortlich. Und da es hier um beide Pokémon geht in diesem Spiel, haben dementsprechend natürlich auch beide so ungefähr 50% der Region gewidmet bekommen. Das heißt, der Landabschnitt, den wir jetzt quasi die ganze Zeit hinter uns gebracht haben, weil ich sag mal so die erste Hälfte des Spiels, ist ja sogar ein bisschen mehr als die Hälfte des Spiels, und da kann man sich schon glücklich schätzen, ist ja mit Landroute gefüllt. Also die ersten 6 Orden sind ja komplett mit Landroute gefüllt worden. Und deswegen halt Gruden gewidmet und die letzten beiden Orden und die Pokéliga und das, sage ich mal, Team Aqua / Team Magma Finale, das ist halt der Wasserroute gewidmet, also Kyogre. Und dadurch macht das Ganze halt auch Sinn. Und dadurch muss die Region halt einfach so aufgeteilt sein, dass es halb Wasser, halb, ja, Kontinent ist. Ansonsten würde man ja sagen, ja, Gruden hat eh gewonnen, weil es gibt ja fast nur Land auf diesem, in dieser Region. Es geht halt in der Story darum, dass das Meer gegen das Wasser, gegen das Land kämpft und Team Aqua will halt das Meer, dass alles voll mit Meer ist und Team Magma will halt, dass alles voll mit Land ist. Und so müssen halt auch beide ihre Regionen haben, mit denen sie quasi was zu tun haben und ja, wie gesagt, deswegen finde ich eine Kritik daran, dass es zu viel Wasserrouten gibt, jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr unbegründet. Man könnte vielleicht, falls es tatsächlich so sein sollte, kritisieren, dass alle Wasserrouten ähnlich aussehen. Aber das kann ich, wie gesagt, noch nicht beurteilen, weil wir bislang hier nur diesen einen Wasserabschnitt gesehen haben. Sollte es auch, ja, sage ich mal, optische Unterschiede zwischen den Wasserrouten geben, dann finde ich eine Kritik daran, dass es zu viele Wasserrouten gibt, einfach schwachsinnig. Das ist meine Meinung dazu, zu dem Thema. Wir können ja hier gerade über diverse Themen quatschen, weil es hier, wie gesagt, nicht viel gibt, was hier passiert. Passiert halt nichts. Ist eine Wasserroute. Aber genauso wenig hätte ich was zu erzählen, wenn wir uns jetzt an Land befinden würden und da jetzt eine Route mit 58 Trainern wären. Dann würde ich genauso wenig wissen, was ich sagen soll. Deswegen, ja, man kann halt Land ein bisschen abwechslungsreicher gestalten als Wasser. Aber dadurch, dass es hier halt auch diese ganzen Taucherabschnitte gibt, man muss hier ja nicht jeden Trainer mitnehmen, wie ich das jetzt mache. Wenn man das nicht macht, dann ist man natürlich auch wesentlich schneller durch. Dadurch, dass es die ganzen Taucherabschnitte gibt, die hoffentlich relativ hübsch gemacht sind, hat man hier auch viel zu entdecken und so weiter und so fort. Das heißt, auch das darf man eigentlich nicht als Kritik sehen. Taucher ist hier ja nun mal eine VM und dadurch, dass Taucher eine VM ist, ja, muss sie halt dementsprechend häufig genutzt werden. Wenn wir dann nur eine große Wasserroute hätten, dann wäre diese eine Route voll mit Taucherstellen gespammt. Und dann ist das nichts. Also es gibt viele verschiedene Stellen, wo man tauchen kann. Die bringen einen zu vielen verschiedenen, nur mit Taucher verfügbaren Orten. Und da kann man halt unter anderem auch damals das erste Mal in dieser Region eingeführt solche Sachen wie, wie heißen die Dinger denn? Purpurstück und Grünstück und Gelbstück und so ein Kram. Ich meine, das konnte man hier das erste Mal finden. Und da hinten ist doch zum Beispiel was, was diese Wasserroute einzigartig und abwechslungsreich macht. Die Seewoge Malvenfroh. Und allein dadurch finde ich diese Wasserroute hier genauso interessant wie jede andere Landroute, weil dieses Schiff unglaublich hübsch aussieht. Diese kleine Lagune hier mit dem auf Land gelaufenen Schiff. Und diesen kleinen Mangroven oder was das da darstellen soll. Sieht total hübsch aus. Und wie gesagt, da kann man keine Kritik an der Wasserroute üben, weil es einfach abwechslungsreich, einzigartig ist. Und ja, viel hübscher hätte man es dann auch nicht machen können. Deswegen, das war jetzt ja so groß in den Medien, dass das erste große Review zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir gleich etwas negativer ausgefallen ist. Weil man sich über die Wasserrouten beschwert hat. Und da haben sich ja alle drüber aufgeregt, dass man sich über die Wasserrouten beschwert hat. Und deswegen kam ja auch bei mir schon die Frage in den Kommentaren, wie ich denn zu dem Thema stehe.
Und ich denke mal, das habe ich jetzt hiermit auch ordentlich eingebracht. So, jetzt aber auch genug mit unserem Zumpexi trainiert. Fast Level 38 sollte mal reichen. Karpilz ist ja eigentlich hier zu Hause, aber unser Karpilz wird auch weiterhin auf Wasser zu Hause sein, weil da wird noch einiges kommen. Wahrscheinlich wird ausgerechnet der jetzt Bringal und Pelipper haben, wo wir gerade unser Karpilz nach vorne gepackt haben. Nee, war immer sehr schön. Ja, und deshalb, ne, hier haben wir Karpilz und so. Ist halt der perfekte Ort für ihn zum Leveln. Also ein Pflanzen-Pokémon ist in dieser Region natürlich durchaus von Vorteil, weil wenn 50% Wasser besteht. Deswegen ist es ja, glaube ich, auch die, die Generation gewesen, die meisten Wasser-Pokémon hervorgebracht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeine andere Generation so viele Wasser-Pokémon hervorgebracht hat. In der ersten gab es auch einige, weil es da ja auch schon viele Wasserrouten gab. Aber ich sag mal, allein was man hier an Teambildung, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt in einem Part, allein was man hier an Teams bilden kann aus Wasser-Pokémon, Lanturn, Wailord, Zumpex, Velsa, Tuhaido, Wailord habe ich eben schon gesagt, Alabis und Sanganabis, Milotic, man kann einen Rillikant, Libiscus ist natürlich auch durchaus möglich, aber das würde ich keinen empfehlen. Tintoxa und... Oh, hallo, bist du ein Tourist hier? Ich bin ein Mitglied des Naturschutzverbandes und für die Verwaltung dieser Anlage verantwortlich. Möchtest du irgendetwas über Silvo Gemeinfroh wissen? Was ist das hier für ein Ort? Diese Anlage dient eins der Zutageförderung von in Meeresboden gelagerten Rohstoffen. Doch aus diversen Gründen entschloss man sich zur Schließung der Förderanlage. Tja, die Abrissbagger standen schon in den Startlöchern, als die Ergebnisse einer zuvor durchgeführten Umweltstudie veröffentlicht wurden. Die schwarz auf weiß belegte, dass Silvo Gemeinfroh inzwischen ein einzigartiges Ökosystem beheimatet. Sämtliche Abrisspläne waren damit natürlich vom Tisch und die gesamte Anlage wurde vom Naturschutzgebiet erklärt, zum Naturschutzgebiet erklärt, um dessen Erhalt wir uns nun kümmern. Möchtest du irgendetwas über Silvo Gemeinfroh wissen? Was gibt hier zu sehen? Die auffälligste Besonderheit von Silvo Gemeinfroh, die jedem Besucher sofort ins Auge sticht, ist die windschiefe Ausrichtung des Gebäudes. Da es über lange Zeit schutzlos Wind und Wetter ausgerichtet war, wurden Teile seines Fundaments vom Wasser abgetragen, wodurch sich die Archivlage des Gebäudes erklärt. Schau dich hier in aller Ruhe um und sieh selbst, wozu die unbändige Naturgewalten fähig sind. Doch gib bitte Acht, wohin du trittst. Außerdem möchte ich gerne Aufmerksamkeit auf die einzigartige Pflanzenwelt des schwimmenden Waldes lenken, die du nur hier und in der Umgebung von Moosbach City bestaunen kannst. Nirgendwo sonst. Und schließlich eine Sache noch. Das Innere der Förderanlage ist seit der Betriebsschließung nahezu unverändert geblieben, was für manche Besucher besonders interessant sein dürfte. Aha. Ich weiß zwar nicht, wie wir... Oh. Ja, komm, egal, nehmen. Was ich interessant finde, ist, dass wir auf dieser Schräge überhaupt vernünftig laufen können. Bist du ein Trainer? Falls ja, möchte ich gerne dich nach vorne stellen, weil du nicht aussiehst wie ein Wassertrainer. Ein Fluchtseil. Captain Brick hat mich damit beauftragt, Silvo Gemeinfroh zu erkunden. Ah, okay, bist kein Trainer. Okay, ist vielleicht ein bisschen gefährlich hier oben, aber kein Ding. Machen wir einfach mal, rennen wir da mal hoch. Okay, wir können hier nicht in die Lichter fallen, sehe ich das richtig? Okay, ich dachte schon, da könnte man irgendwie in die Etage nach unten. Ja, wir bleiben beim Schutz, auch wenn wir hier eigentlich keins brauchen. Hier gibt es die TM-Regentanz. Außerdem scheint es hier ins Schiff zu gehen, oder? Nee, doch nicht. Hier scheint es ins Schiff zu gehen. Du bist mir sicher, dass sich irgendwo in dieser Ruine ein seltenes Pokémon versteckt. Junge Frauen haben einen feinen Geruchssinn, deswegen weiß ich es einfach. Ernsthaft? Hier gibt es ein seltenes Pokémon? Aber wahrscheinlich nur mit Taucher erreichbar, oder? Oh, ihr seid alles gar keine Trainer. Als ich jünger war, habe ich hier gearbeitet. Ich weiß zwar, dass die Schließung zum Wohle der Pokémon erfolgt ist, aber es ist trotzdem ein seltsames Gefühl, meinen alten Arbeitsplatz heruntergekommen zu sehen. Ich dachte, das wären alles Trainer. Hier ist wohl Endstation für mich. Mit der Pokémon-Attacke Taucher käme ich vermutlich weiter. Alles klar, das ist schon das Zeichen dafür, dass man hier mit Taucher, ohne Taucher nicht weiterkommt. Tür ist verschlossen, hier steht R2. Oh, die ist offen. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oh, hier sind doch Trainer. Aber wohl nur in den Räumen. Erinnert so ein bisschen an die Schiffe, die es immer gab, wie die MS Anne und so ein Kram. Oder MSN.
Und es ist gar nicht mal so unpraktisch, dass wir jetzt unser Gestein-Pokémon vorne haben. Dann können wir den Käfern da mal ein bisschen was entgegenbringen. Und ich glaube, mit unserem Level sind wir auch gar nicht so falsch. Level 30 geht eigentlich okay. Geht eigentlich ganz in Ordnung. Natürlich super zum Leveln für unser Anorit. Auch wenn ich mir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte erhofft hätte. Aber man kann ja nicht alles haben. So, zwei One-Hits und alle sind zufrieden. So. Auf dem Stuhl liegt ein Ausweis, von dem hier und da ein Stück fehlt. Seewoge Malvenfroh, Betriebsausweis, Abteilung 1, Vorrat, Lagerverwaltung. Größe R, oder was ist das? Größe R, Mitarbeiter, Ios Co. Ist das eine Anspielung auf einen, den man kennen sollte? Ich schaue mich hier ganz genau um. Denn Orte dieser Art sind sehr selten. Aha, faszinierend. Es gibt also noch weitere Räume. Jetzt bin ich natürlich auch interessiert. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich war damals auch nie hier drin, weil ich mich immer von den Wasserdruten gedrückt habe. Als Kind. Ich dachte schon, da könnte man jetzt noch ein Schieberätsel machen. Hier ist es wirklich lustig. Einfach nur hier zu sein, ist total spannend und total gefährlich eigentlich, wenn man die ganzen Löcher im Boden sieht und so, dass die ganzen Kinder hier einfach mal mit so ein totales Bruchstück an Insel herumrennen dürfen. Wie kommen wir auf die andere Seite rüber? Doch ein bisschen strange alles hier. Ja, wir kommen hier immer nach oben. Diese verfallene Atmosphäre ist einfach toll. Das ist mir ganz anders. Einfach so schön. Aber egal, das Ding zerfällt komplett. Wenn man hier einen falschen Schritt macht, dann fällt man in die Untiefen, knallt auf irgendwelche Trümmer und ist tot. Das ist doch nicht sicher. Hier kann man doch nicht einfach fremd alles Mögliche an Leute drauflassen. Und wie komme ich zur zweiten Hälfte dieses Gebäudes? Und da komme ich dann nur mit Taucher hin. Aber wie sind denn die ganzen anderen Leute da hingekommen? Die können ja wohl schlecht alle VM-Taucher gehabt haben. Wir verschwenden einfach mal unseren kompletten Superschutz hier in der Anlage. Ich denke, wir müssen mit Taucher wiederkommen. Und können uns dann hoffentlich die zweite Hälfte dieser Anlage anschauen. Aber ich fand die Aussage von, hier gibt es ein seltenes Pokémon, durchaus interessant. Und ich meine, mir relativ sicher zu sein, dass man damals hier in diesem Wrack den Abyss-Zahn oder die Abyss-Platte bekommen hat, wo man Perdu entweder zu Alabis oder zu Sanganabis entwickeln kann. Mit dem Zahn zu Alabis und mit der Platte zu Sanganabis. Und ich meine, das konnte man damals hier machen. Beziehungsweise man hat hier, glaube ich, was gefunden, was man dann irgendwie in Graphitport City gegen eins von den beiden tauschen konnte. Oder irgendwie so war das. Naja, was auch immer ein Vipitis bei einer Schwimmerin im Wasser macht. Das hätte ich jetzt hier gar nicht erwartet. Aber okay, oh Gott, du mit deiner scheiß Paralyse. Hör auf damit! Warum paralysiert ihr mal unseren Pokémon? Ja. Natürlich geht die 50% Chance wieder am Anfang daneben. Aber zum Glück ist der zweite weg. Schwalboss, boah, ausgerechnet jetzt sind wir natürlich super beraten und können jetzt wahrscheinlich nicht angreifen. Wir wären eigentlich schneller und würden das Viech one-hitten, aber wir können natürlich nicht angreifen. Das wären eigentlich so geschenkte Erfahrungspunkte, dann vergiftet und paralysiert uns dieses Scheiß wie Pietis vorher. So, One-Hit bitte. Okay, immerhin, das hat geklappt. So. Auf Level 38 können wir hier noch kommen im Wasser. Das ist gut. Aber das finde ich eine coole Idee, dass man hier halt nicht nur Wassertrainer hat. Sondern jetzt hier einen etwas flacheren Bereich gemacht hat, wo halt Ass-Trainer sind, die selber Surfer einsetzen, wie man hier sieht. Okay, es ist ein seltenes Pelipper mit der Attacke Rundumschutz.
Und Level 40. Ein wildes Pokémon Level 40 ist ein bisschen übertrieben, aber okay. So, wie gesagt, die Idee ist cool, dass man Astrainer hier ins Wasser setzt, die selber surfen. Sodass man hier nicht nur Wasser-Pokémon-Trainer begegnet. Finde ich eine coole Idee. Und die Umsetzung ist natürlich halt auch ganz gut gelungen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt unser KPC jetzt hier nicht trainieren, ist das jetzt nicht der Weltuntergang. Es werden noch genug Wasserrouten kommen, die wir schon auf der Karte gesehen haben. Dann kann unser KPC jetzt immer noch gelevelt werden. Also einmal Eisenschilde raushauen. Weg. Sollte für Level 38 reichen. Jawohl, dann brauchen wir nur noch zwei Level. Apropos, hier ist ja schon ein K-Pilz. Ja, eigentlich braucht Metang überhaupt keine Level mehr. Aber ich möchte endlich einen Metagross haben, verdammt. Deswegen möchte ich das. Gehe ich das Risiko ein, dass unser Metang früher oder später ein bisschen overpowered sein könnte. Oder overlevelt sein könnte und der Rest ein bisschen underlevelt. Aber ich möchte gerne Metagross haben. So schnell wie möglich. Dann können wir nämlich in den nächsten ein, zwei Parts die beiden letzten Entwicklungen aus unserem Team genießen. Und uns dann komplett aufs Moveset konzentrieren. Oh ja, Schutz-Item bitte. Also wozu ist dieser kurze Landabschnitt hier gut? Scheint der wohl für irgendwas gut zu sein. Die zoomt die Kamera zumindest nicht weg. Aber man schmeißt doch nicht einfach nur ein bisschen was hin, wo noch nicht mal ein verstecktes Item drauf ist. Also wir nähern uns auf jeden Fall Grafik Port City. Das heißt, wir kommen jetzt auch zu den letzten Trainern. Oh, Lombrero, das wäre wieder so ein gefundenes Fressen für unser Anorith. Käferattacke und weg, aber wir sind immer noch verkackt, nochmal paralysiert. Regt dann schon so ein bisschen auf, wenn man gegen jedes Pokémon eigentlich was hat, aber dann hinterher irgendwie doch nicht was hat. Weil man weiß, dass man mit dem ersten Gegentreffer auch stirbt. Okay. Kann unser Altaria mal zeigen, dass es auch jetzt tatsächlich eine Flugattacke kann. Und somit ein sinnvolles Teammitglied ist. Wunderbar. Und ich bin mit unserem Team bis hierhin tatsächlich sehr zufrieden. Das einzige Teammitglied, bei dem ich eigentlich gezweifelt hatte, war Anorith. Und das überzeugte schon, bevor sie sich entwickelt hat. Mehr als nur sehr überzeugend ist das, was das Ding hier regelmäßig abliefert. Ach komm, so können wir Karpe jetzt nochmal hier. Das braucht schon so 2-3 Level, um mit dem Rest mitdrehen zu können, damit es dann auf der nächsten Wasserroute, die dann demnächst kommt, dann halt noch weiter leveln kann. Aber schon so 1-2 Level bräuchte es dafür doch noch. Ja, Lika, das einzige Pokémon, bei dem ich ein bisschen gezweifelt hatte, war Anorith. Das überzeugt jetzt schon, bevor es sich entwickelt hat. Klar, danach wird es eindeutig langsamer. Aber es hält danach halt auch viel, viel mehr aus, verteidigungs- und spezialverteidigungsmäßig, und hat halt nur 3 Schwächen. Was es halt zu einem wirklich sinnvollen Teammitglied macht. Und es one-hitted jetzt halt schon viele Leute und der Angriff wird danach halt noch ein bisschen stärker. Kann halt keine Mega-Entwicklung, aber wie gesagt, es ergibt für mich eh nicht mehr Sinn, mehr als drei Teammitglieder mit Mega-Entwicklung zu haben. Klar, es ist immer wieder so ein Ass im Ärmel, was man noch rausrufen kann. Aber man kann halt auch nur eine Mega-Entwicklung pro Kampf machen. Das heißt, man gibt den meisten Pokémon ja eh. Ja, hätte es mehr Sinn ergeben, wenn man denen ein Item gegeben hätte, was deren Attacken verstärkt. Und dann halt nur dem Pokémon, was man auch auf jeden Fall zur Mega-Entwicklung bringt. Nur dem bringt der Megastein was. Man kann halt vorher nie wissen, welches Pokémon jetzt am sinnvollsten im nächsten Kampf wäre, dem eine Mega-Entwicklung zu verpassen. Deshalb gibt man es halt eigentlich immer allen, die zur Mega-Entwicklung fähig sind. Aber an sich würde es natürlich mehr Sinn ergeben, nur dem Pokémon, was auch wirklich die Mega-Entwicklung durchführt, einen Megastein zu geben. Und allen anderen halt ein Item, was deren normale Attacken verstärkt oder so. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir das Metagross zur Mega-Entwicklung bringen können, unser Altaria zur Mega-Entwicklung bringen können und unser Zumpex zur Mega-Entwicklung bringen können, dann brauchen die anderen beiden Teammitglieder nicht auch noch zwangsweise eine Mega-Entwicklung haben.
Weil, ja, wie gesagt, man kann eh nur eine Programm einsetzen. Und Karpitz und Amaldo können sich auch so wehren. Die brauchen keine Mega-Entwicklung dafür. Deswegen würde ich auch niemals mein komplettes Team nur mit Pokémon vollstopfen, die Mega-Entwicklung können. Deswegen war Karpitz ja auch von vornherein schon als Teammitglied geplant. So, hier sind wir wieder am Steg, bei dem uns damals Captain Brick abgesetzt hat. Hier haben wir noch zwei Trainer und da links war noch ein Trainer und ich glaube, dann sind wir auch durch. Hat der Part nur knappe Überlänge und wir haben diese nervige und sehr, sehr, sehr lange Wasserroute abgeschlossen mit einem großen Highlight auf der Hälfte der Strecke mit der Seewoge Malvenfroh, auch wenn wir nur ein ganz kleines Stück davon sehen konnten. Optisch war es doch durchaus der Bringer, muss ich sagen. Also optisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dahin zu surfen. Sah sehr cool aus. Und ich hätte halt gern was von diesem Wald, von dem die gesprochen hat, gesehen. Und ich hätte vor allem auch gerne gesehen, was auf der anderen Hälfte des Boots war. Aber dafür brauchen wir wohl Taucher. Und ich hoffe dann, dass zumindest die Unterwasserwelt in der Seeburge Walvenfroh dann auch einzigartig ist. Wenn man da schon, wenn es da schon jemand geteasert hat, sage ich mal, dass es dort ein seltenes Pokémon gibt, dann wird das hoffentlich auch cool inszeniert sein. Sehen wir dann ja. Die haben beide Azumarill. Und stehen beide auf derselben Insel. Und wir machen gegen beide Volltreffer. Geht ja. So, Level 36 haben wir dann doch noch fast erreicht. Dann ist unser Karpitz jetzt auch gut gelevelt hier. Dann kann sich keines unserer Teammitglieder beschweren, dass es vernachlässigt wird. Hier ist noch ein, oder waren wir hier schon? Doch, den Doppelkampf haben wir schon gemacht, ne? Dann nehmen wir noch diesen komischen Schwimmer damit. Und dann haben wir auch schon Land in Sicht. Boah, willst du wohl... Ja. Kämpfen, bitte. Ein Krebskorps. Habe ich übrigens vorhin bei der Aufzählung vergessen. Krebuta gibt es natürlich auch noch als Wasser-Pokémon, was man diese Edition nehmen kann. Dann gibt es noch das legendäre Pokémon, halt Kyogre. Und es gibt noch... Oh, es gibt... Pelipper gibt es auch noch. Es gibt einfach so viele verschiedene Wasser-Pokémon, die man diese Edition nehmen kann. Die kann man niemals... Selbst wenn man zwei Durchläufe in diesem Spiel macht mit nur... Water-Only-Team, sage ich mal. Also nur mit einem Team, was nur aus Wasser-Pokémon besteht, würde man nicht alle Möglichkeiten ausreizen, die dieses Spiel bietet. Ich glaube, selbst bei drei Durchgängen würde man nicht alle Möglichkeiten ausreizen, die dieses Spiel bietet an Wasser-Pokémon. Das ist echt schon echt heftig. Weil an Land kann man halt alles Mögliche an Pokémon spammen. An Land kann man Pflanzen-Pokémon, Feuer-Pokémon in Höhlen dann, in anderen Höhlen dann Stahl und Stein und Gift-Pokémon und dann gibt's Flug-Pokémon, die man da kriegen kann und Käfer-Pokémon im Wald und ja, ganz, ganz viel mehr Elektro-Pokémon kann man halt alle an Land fangen, aber an Wasser macht halt wirklich nur Wasser-Pokémon Sinn. Weil Reise habe ich auch noch vergessen, also es gibt ganz, ganz viel, wie gesagt. Aber an, ja, in Wasser machen halt auch nur Wasser-Pokémon Sinn. Und somit ist da halt so die Auswahl, die man da an Pokémon hinpacken kann, halt relativ eingeschränkt. Und deswegen hat man halt auch so viele Wasser-Pokémon in diese Edition implementiert, dass man da sehr auf Abwechslung gehen kann. Was halt die wilden Pokémon anbelangt, die man treffen kann. Und ja, dadurch, dass man jetzt halt auch noch die Ast-Trainer... Oh, Makago sieht cool aus, das leuchtet. Wow, Makago sieht richtig geil aus. Mit der Animation ist das so richtig... Ja, richtig magma-mäßig, heißt ja auch Makago. Durchströmt wird. Alter, das sieht... Ich bin gerade voll fasziniert von Makago. Ich glaube, das ist das cool aussehendste Pokémon, was ich bislang in dieser... Allein in Pokémon XY, Omega Rubin und Alpha Saphir gesehen habe. Ich muss noch einen dritten Spieldurchlauf starten mit Makago spielen. Das sieht ja richtig, richtig geil aus. Das könnte ich mir 3 Stunden lang angucken. Das sieht cool aus. Ich mag das.
Sagt, nein, wir brauchen keinen Schutz, Alter, wir sind am Ziel. Wir sind wieder in Gravitport City. Wir sind endlich wieder mit Land unter den Füßen. Und können beim nächsten Mal auch die letzten vernünftigen Landrouten dieses Spiels abschließen. Und dafür fliegen wir schon mal an unseren Zielort, damit wir schon mal wissen, was beim nächsten Mal weitergeht. Nämlich von Baumhausen City nach Route 120. Da waren wir, wie gesagt, schon bis zur Brücke, wo Troy uns dann das Devon Scope gegeben hat, womit wir dann Kecleon entfernen konnten. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Die letzten Landrouten warten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Part, auch wenn es, ja, wie gesagt, nicht ganz so viel gab, was wir machen konnten. Hauptsächlich irgendwelche Routen abschließen, die wir schon vor dieser Arena hätten machen können. Aber ich habe ja immerhin so ein, zwei Themen angesprochen. Und ja, könnt ihr eure Meinung zu den Themen ablassen. Wir machen, wie gesagt, beim nächsten Mal auf dieser Route hier weiter, indem wir uns, ja, dann da unten bei der Brücke weiter. Wir gehen schon auch schon bis zur Brücke, dann wissen wir sofort Bescheid beim nächsten Mal, dann können wir uns den Weg beim nächsten Mal auch sparen. Wenn dieser Part jetzt eh schon so ein bisschen unnötig war, dann können wir uns alles weitere Unnötige auch sparen. Und beim nächsten Mal geht's hier im Regen weiter. Ach, haben wir Wasser wurde noch nicht hinter uns gelassen. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.